Commodus war der Nächste. Er wollte hier im Kolosseum ganz Rom seine großen Siege präsentieren und unsere Taten für die Seinen ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Gift zu befreien. Es war Zeit für Vergeltung. Kannst kaum erwarten, da rauszugehen. Du hast doch keine Ahnung. Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet. Ich habe in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch. Das ist das Kolosseum. Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu sterben. Den Strand! Ja, genau so! Ich will noch mehr Blut sehen! Unter seiner glühenden Macht erzittern! Von gerechtem Zorn erfüllt,
streckte der allmächtige Commodus die Briten für ihre Respektlosigkeit nieder und entzündete in Dovers gezähmtem Herzen die ewige Flamme Roms. Commodus, durchgreifte geschwind den Wall. Geschwind! Die 14. Legion lief in eine Falle. Die Bogenschützen der Briten nagelten unsere mutigen Kämpfer fest. Würde Commodus es schaffen, sie zu retten? Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Sieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Erledigt ihn!
um! So war das gar nicht. Es waren eigentlich viel mehr mörderische wilde Krieger. Das war einfach brillant, oder nicht? So brillant, dass ich seinen Kopf will! 1000 Denari für denjenigen von euch, der ihn mir bringt. Die Belohnung ist mein! Tut mir leid, es geht um 1000 Denari. Ich mache es kurz, Damokles. Das Aquädukt zerstören! Was für ein Finale! Jede Nation, die es wagte, sich gegen uns zu stellen. Ich bin der größte General, der je Rom und sein Volk führte. Heute hattet ihr die Ehre, ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein, aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellten. Die einst großen und gefürchteten Gladiatoren liegen nun tot. Gebrochen vor euch. Von mir erschlagen. Eurem General. Eurem Anführer. Eurem Erretter. Aquilo, ich muss zugeben, ich bin beunruhigt. Warum das, mein Kaiser? Dieser Damokles kämpft den ganzen Tag wie ein Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eures Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagers, sondern um mein Gold. Ich setze dein Vermögen auf deinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen. Euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser Versager. Euer General! Euer Erretter! Da!
Du sagst, du beschützt Rom. Wer beschützt dich vor mir? Komm schon, Damokles. Übe deine Vergeltung. Hier drüben! Ich bin Commodus, du Narr! Ich bin Commodus! Ich bin Commodus! Für dich ist das Spektakel vorbei! Sie heilen nie!
Spürst du das Gift? Man darf kein Risiko eingehen, Damokles. Du verstehst das. Ich weiß, dass ich unsterblich bin, aber das Gesindel ist wankelmütig. Ein Glückstreffer von dir. Das wird dein letzter Atemzug, Commodus. Ich kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Beenden wir, was dein Vater begann, Marius. Schnell, wir müssen hier raus. Im Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien, aber es brachte nichts. Commodus hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Der Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom. Boudica, einst lag ihr Schicksal in meiner Hand.
Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Nero. Jedoch büßen die Menschen Roms nun für die deinigen. Ah, Boudica. Dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Und das werde ich niemals zulassen.